Wir sind bei dem Pang vorletzte Woche gewesen. Wir waren beim Freilassen des Spatzen letzte Woche. Englisch und Deutsch. Und dann kommt quasi nochmal sowas ähnliches wie ein Pang, aber diesmal unterstützt mit dem Handgelenk, mit der Hand am Handgelenk. Ja? In der Form, wie gesagt, in der 24er Form, Peking Form, bleibt die davor. Ja? Also, die stützt nicht wirklich, aber wir nehmen jetzt erstmal zum Lernen den Kontakt, damit man das auch merkt. Ja? Es ist wirklich einfacher, wenn zum Beispiel hier bei dem Stützen man den Daumen ausfährt. Ist klar, in einem Kampfkunstgeschichte hält man die Daumen zusammen und so, aber wir machen ja keine Kampfkunst. Also nachher, wenn die Form vollständig ist, dann hat man gelernt, wo ungefähr wie sich der Arm anfühlt, wenn er diese Position einnimmt. Und dann kann ich den auch einfahren, den Daumen. Das war der Spatz und dann wieder nach vorne mit dem Gewicht. Also der erste ist links belastet, linker Arm ist nicht zu weit oben, Solarplexus ist ungefähr die Handfläche, der Handteller ist ungefähr Solarplexushöhe und mit der anderen Handfläche das Handgelenk ruhig stützen jetzt. Ja. Und in dieser Position wirklich ausatmen und nach unten entspannen. So ruhig den Raum aufrechterhalten, der vorne ist, das ist schon gut. Auch hier ein bisschen Luft unter den Achseln für beide Arme. Nach vorne ausgerichtet, also in die Richtung der linken Fußspitze. Und nach unten trotzdem sinken, denkt wieder an den Pang. Der ist da trotzdem noch mit drin. Das ist zwar ein anderes Haki, ja, aber es ist quasi ein Pang unterstützt mit dem hier. Der gibt dann auch einen ganzen Bogen quasi so rein, wieder biostatisch mäßig. Das Gefühl ist auch ein anderes, wo man den anderen Arm ja oben hat. Hier hat man den unten beim Pang. Bei dem G jetzt. Also ein bisschen kann man sich wirklich in das Gefühl reindenken, dass wenn man hier jetzt Druck kriegt, wie beim Pang, man hier, würde sich es anfühlen, wenn ich das Handgelenk unterstütze, aber mit dem, also in beiden Armen diese Eigenspannung. Kein Gegendruck. Ja? Man hat so ein bisschen Drehung vom Hüftgelenk, um hier anzukommen, was die Spannung entsteht wirklich durchs, also in unserem Fall jetzt, was lernen, durchs Einatmen, nach unten entspannen. Man merkt ein bisschen das untere Zwerchfell, den Beckenboden, das ist auch gut, den langsam kennenzulernen. Weil der ist gesundheitstechnisch ziemlich wichtig und eigentlich sogar zum Atmen. Nur da gibt es die wenigsten Informationen. Zwerchfell schon. So ein bisschen Stützatmung, Bauchatmung. Und trotzdem entspannen. Also es ist wirklich Eigenspannung. Es ist nichts drücken, nichts Unangenehmes. Okay, andere Seite. Den Gesamtablauf, vorletztes Video glaube ich, letztes habe ich auch verkürzt, ja. Aber die vorletzten zwei Videos haben den Ablauf, ja, den wir jetzt hier in den Sub-Varianten langsam machen. Den gibt es ja auch links und rechts. Also versucht diese Yoga-Asanas mit dem G, mit der dritten Subform wirklich
zu kultivieren. Ne? Kultivieren klingt komisch, aber ist so. Also entspannt, Eigenspannung in dieser Position, die nie fertig ist. Auch hier immer weiter finden, entspannen, richtig sitzen. Ist mein Geist zu in Ruhe, bin ich freundlich, aufmerksam, gelassen mit mir und so weiter. Okay, das war der Tai Chi Abschnitt. Also ich komme da nicht, also dieser Zen-Qigong-Weg ist wirklich, da gehört die Meditation mit dazu. Müsst ihr nicht sofort, aber ich gehe wie gesagt davon aus, dass ihr euch irgendwann, wenn es dann soweit ist, ihr zumindest mal solche Meditations-Apps ausprobiert oder von der Krankenkasse einen MBSR-Kurs mitmacht oder all sowas. Das Doofe bei den anderen Kursen, die ich jetzt nicht genannt habe, das ist, die sind immer sehr, sehr einspurig, sind die Meditations-Apps auch, aber da gibt es ja verschiedene Angebote, dass man ein bisschen mehr verschiedene Richtungen mitkriegt, relativ schnell, ohne Komplikationen. Bei solchen Kursen, da muss ich erst anmelden, muss da achtmal hingehen und so, und trotzdem ist es sehr, sehr schmal, der Ausschnitt, den man da mitkriegt, von dem, was das eigentlich sein soll. Also was es alles gibt, die Entspannungskurse, die Mindfulnesskurse, die ich weiß ich gar nicht, Resilience, also das ist quasi alles das Gleiche. Worum es hier aber geht, ist diese Selbsterkenntnis, das ist quasi der mittlere Teil davon. Die anderen beiden brauchen wir auch. Von der Krankenkasse habe ich noch nichts gehört von Freundlichkeit, ne? Also dass man Freundlichkeit kultiviert, Liebe schon gar nicht, gehört aber mit dazu. Ne? Also das ist wohl eher die Sache von einem Psychotherapeuten. Also so zu sich selber wieder einen Zugang zu finden und so, sich nicht immer ständig fertig zu machen. Ja, es ist wahrscheinlich sehr grundlegend, ja. Weil das dreht den Fokus von diesem Anstrengung und ich muss mich jetzt anstrengen, weg von das bringt nichts, zu eben intrinsischer Motivation. Da kommen wir vielleicht als Gesellschaft irgendwann mal hin. Aber solche Sachen gehören mit hierzu. Ja. Weil der Ansatz, wie ich jetzt so eine Form lerne, wie ich die ausführe, wie ich sie kultiviere, gehört dazu. Wir machen jetzt noch